Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy. Ja, heute gibt es ein typisches Koch dich happy Gericht und zwar alles rein, vollautomatisch, picobello fertig und ganz einfach. Und zwar haben wir eine Hackfleisch-Kürbis-Reispfanne für euch, schön fruchtig, mega lecker, mega einfach. Viel Spaß beim Nachkochen und viel Spaß beim Video. Los geht's. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio, dann haben wir hier den Audiotherm und unsere große 28er Hotpan. Von den Lebensmitteln her haben wir hier 500 Gramm Hackfleisch, halb und halb, so 500-600 Gramm Hokkaido-Kürbis, 400 Gramm passierte Tomaten, aber noch mit Stückchen. Dann haben wir hier 100 Gramm Feta-Käse, 250 Gramm Wildreis, 500 Milliliter Wasser und unsere AMC-Gewürze. Und zwar alle drei, Pure, Intenso und Pepper Trio. Und hier hinten hat sich noch ein bisschen Salz versteckt. Und eine Schüssel, wo wir die Kürbisreste nachher reinmachen. Wie fangen wir an? Ist ganz einfach. Wir nehmen uns die Pfanne, stellen das hier oben drauf. Das ist ein Gericht, das liebe ich zum Beispiel oft. Nicht, weil ich es 100 Mal gekocht habe, weil es so ein Familiengericht ist. Es geht so einfach, ohne Stress. Ja? Hier einfach auf Stufe A stellen, auf Automatik. Dann nehme ich mir den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht. Und setze mir den hier oben aufs grüne Fenster beim Fleischsymbol. Drehe den komplett rum und bleib oben beim grünen Fenster beim Fleisch stehen. Die Navigenio fängt jetzt an, blau zu blinken. Und heizt uns perfekt die Pfanne jetzt auf 200, 220 Grad auf. Damit wir das Hackfleisch schön anbraten können. In der Zeit können wir uns den Kürbis schon mal rübernehmen. So, das sind Reste, die wir noch haben. Wir haben diese Woche viel experimentiert. Jeder, der auf Instagram ein bisschen geguckt hat, der sieht immer, wie wir experimentieren. Also könnt ihr auch gerne mal reingucken. Dann seht ihr immer so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und wir schneiden uns den Kürbis jetzt einfach in feinere Würfel. Das riecht so fruchtig. Schon lecker, ja. So, das haben wir jetzt. Hackfleisch werden wir gleich anbraten. Dann geben wir alle Sachen rein. Wir warten kurz, bis die Pfanne soweit ist. Und dann geht's los. Der Pieper ruft uns jetzt. Die Pfanne ist jetzt richtig knackig heiß. Und ich schalte hier von Stufe A auf Stufe 6 zurück. Und lasse das auch jetzt die ganze Zeit auf Stufe 6, damit ich das Hackfleisch richtig scharf anbraten kann. Ja? So, das tue ich mir so in die Deckelgarage. Und jetzt nehmen wir das Fleisch und tun es in die Pfanne. Natürlich komplett ohne Fett, so wie ihr es gewohnt seid. So, beim Hackfleisch anbraten ist es so, dass es am Anfang ein bisschen festklebt. Keine Sorge, wenn ihr es ein paar Mal gewendet habt, dann löst es sich ganz von alleine ab. Ne? Und wir machen das jetzt, braten es richtig schön an jetzt. Alles reingegeben, riecht schon mal sehr fruchtig, sehr lecker. Wir tun jetzt den Deckel oben drauf und passen so ein bisschen auf, dass hier am Rand nichts rausguckt, weil sonst kann er nicht ganz abschließen. Hier schalte ich wieder von Stufe 6 auf Automatik zurück, nehme mir den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht, drücke nochmal drauf, da habe ich 10 Minuten, dann gehe ich hoch auf 20 Minuten. Setze mir den hier aufs grüne Fenster bei der Möhre, drehe den
zweimal rum und bleib oben bei der Möhre stehen. Navigenio fängt jetzt an blau zu blinken und macht alles jetzt vollautomatisch. Ja? Der Reis wird richtig schön aufquillen, ja, so wie man es mag. Und wir werden noch eine kleine Beilage gleich dazu machen. Wir werden euch aber nicht zeigen, wie man sie macht. Und wenn euch das gefällt, was wir da gleich mit anrichten, ja, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie wir das zubereiten. Weil das kann man in ganz verschiedenen Variationen machen. So. Und wir gucken gleich auch mal, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Der Pieper ruft, es ist fertig. Ich nehme ihn runter, dann hört er auf zu piepen. Hier können wir komplett ausmachen und wir gucken uns mal an, wie es geworden ist. Richtig, richtig, richtig lecker sieht das aus. Das duftet auch richtig gut. So, und wir richten jetzt zusammen an und dann probieren wir auch. Also ich finde es Bombe. Mild, ja. Die Kürbis schmeckt toll da drin, also der kommt richtig durch. Hauptzutat ist Kürbis, das merkt man gleich hier drin. Ich weiß nicht, Erwin, was meinst du? Probier doch mal. Endlich darf ich auch mal probieren. Ja, der ist eigentlich immer hinter der Kamera. Das hat Gründe, warum er hinter der Kamera ist. Aber, was sagst du? Ja, also für meinen Geschmack könnte der Reis so 5 Minuten länger sein. Ist natürlich je nachdem, was für einen Reis man benutzt. Wir haben jetzt hier Wildreis benutzt. Der ist ein bisschen von der Konsistenz ein bisschen härter. Wenn ihr normalen Reis benutzt, werden 20 Minuten völlig ausreichen. Probiere ich mal hier diesen. Ah, den habe ich fast vergessen. Ich will auch rein. Das ist natürlich echt mega lecker. Mhm. Da ist Feta-Käse drin, Frischkäse drin und ein Blätterteig. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, wie wir die gemacht haben, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, so, das dauert schon zu lange. Eigentlich immer eine kurze Szene. Also, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben für das Video. Und zu abonnieren natürlich, auf die Glocke zu klicken. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. So, besucht uns auf Facebook, auf Instagram. Da kriegt ihr so einen Blick hinter die Kulissen ein bisschen mit. Und auch für Rezepte-Community. Hunderte von Rezepten extra für euch. Kochen mit amc.info. Und Erwin, hör auf zu futtern. Ich will auch noch ein bisschen was. Und ich wünsche euch eine knaller Woche und bis zum nächsten Montag. Ciao, ciao. Ciao. Hi, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich. Nochmal. Pfanne mit gebackenem Blätterteig und da drinne ist einfach zubereitet. Wir haben das in der 28er Hotpan alles drum und dran quasi gemacht. Und das ist eine Hackfleisch. Sorry. Hi, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich Happy. Heute gibt es ein typisches Koch dich Happy Gericht und zwar alles in den Topf rein und quasi vollautomatisch fertig. Wir haben eine Hackfleisch-Wildreis-Kürbis-Pfanne. Hier mit so zwei lecker gebackenen Blätterteig-Feta-Dingsbums. Ich weiß noch nicht, wie wir die nennen wollen. Ich weiß nicht. Ja, was sagst du? Probier du auch mal. So. Ihn sieht man immer nicht, weil er hinter der Kamera ist. Das hat Gründe, warum er hinter der Kamera ist.